habe sie, ja, die ist aus eigentlich. Die bleibt aus. Wir machen hier einen Stopp. Wir haben hier dann das hier. Na, also bleibst du nicht? So. Ja, unser Thema, il nostro tema, russische Heiltechnik. Le tecniche di guarigione russi. Was haben uns denn da die Russen gebracht? Che cos'è che ci hanno portato i russi? Und wieso gerade aus Russland? E perché proprio dalla Russia? Ja, vor einigen Jahren wurden die Lehren von Grigori Grabovoi bei uns in Deutschland bekannt. Qualche anno fa sono stati conosciuti gli insegnamenti di Gregor Grabovoi, che è russo, in Germania. Und ja, es wurde erzählt, dass man damit Organe regenerieren kann. E veniva raccontato che ci si potevano rigenerare gli organi. Das war sehr interessant. E questo è stato molto interessante. Oder Zähne nachwachsen lassen kann. Oppure far ricrescere i denti. Und man hörte viele Geschichten. E si sentivano molte storie. Und dann haben wir uns bei uns in Deutschland angefangen, damit zu beschäftigen. E quindi abbiamo cominciato a interessarci in Germania. Und inzwischen wissen wir, dass diese Methoden sehr wirksam sind. E nel frattempo abbiamo capito che questi metodi sono molto efficaci. Und dass wir sie sehr gut anwenden können. E che possiamo utilizzarli molto bene. Und wir haben dann auch uns erkundigt, noch bei anderen russischen Heilern, wo kommt dann das alles her? Poi ci siamo anche informati presso degli altri guaritori russi, da dove viene tutta questa conoscenza. Es ist altes, schamanisches, russisches Wissen. È un sapere antico, sciamanico, russo.